unser Präsident hier ist, Helge. Klick auf Helge. Möchtest du ein paar Worte sagen? Du stellst mir gar keine Fragen. Hat Angst. Also klick auf, liebe Freunde, liebe Kameraden. Ich hatte schon Bedenken bei dem Wetter, dass ihr alle am Filzteich seid, aber das ist auch eine Frage der Verbundenheit. Deshalb freue ich mich unglaublich, nicht nur auf die Saisoneröffnung, auf die Saison, sondern auch auf die Einweihung morgen, eine offizielle Einweihung nochmal des neuen Stadions. Und das ist eigentlich das Resultat vieler Jahre mit harter Arbeit geprägt. Ich bin ja auch Local Player, bin schon 27 Jahre dabei. Ich bin ja auch Local Player, mich hat er nur vergessen. Und ich denke, wir haben weitestgehend eine schlagkräftige Mannschaft und auch ein schlagkräftiges Team, dass wir jetzt wieder in die Wettkämpfe gehen können und die Schlachten hoffentlich auch erfolgreich gestalten. Das ist auch ein Auftrag und ich denke, wir als Profiverein und auch als Traditionsverein sind uns auch der Verantwortung bewusst. Wir auch als Führung des Vereins ebenso. Und deshalb appelliere ich einfach an euch, an uns alle, wir müssen die Reihen geschlossen halten. Und wenn das Erzgebirge, die Reihen geschlossen hält mit unserer DNA, mit unseren Tugenden, dann kann nichts passieren. Dann werden wir, auch wenn es bis wieder zum letzten Tag gehen, über die Ziellinie gehen. Letzten Endes sind wir zum Kämpfen und zum Leiden geboren und deshalb müssen wir auch durch. In diesem Sinne, herzliches Glück auf! Und genau aus dem Grund, weil wir wissen, wie aus sind, denke ich, fangen wir auch mit unseren neuen Spielern, die neu zu uns gekommen sind, an. Den würde ich einfach das Mikrofon mal in der Hand drücken. Ich würde die vorholen und dann sollen die mal ein, zwei Worte zu sich sagen. Und da würde ich als erstes anfangen mit dem Luke Hemmerich. Glück auf, Luke. Der Luke hat in der neuen Saison die Nummer 6. Luke, wie gefällt's dir bei uns? Ja, ich wurde super aufgenommen. Ich hatte direkt super Eindrücke hier beim Erzgebirge Aue und ich freue mich natürlich hier zu sein. Luke, wir wünschen dir extrem viel Erfolg bei uns. Genieße es und denk dran, Glück auf ist das, wie man hier Hallo sagt. Ja, Jan, wie Udo Lindenberg sagen würde, Jan, da warst du mal kurz nebenan, mal kurz in den hohen Norden und so, jetzt wieder zurück. Dr. Schnellfußmäßig, flexibel Betriebe, bist du wieder hier in Aue und so. Wie ist das als Gefühl gewesen, wieder in die Heimat zurückzukommen? Braunschweig war sicherlich auch nicht verkehrt, aber jetzt wieder hier im schönen Aal. Gebirg. Ja, schön und ja, wie gesagt, wir sind jetzt erstmal schön meinen Schwiegereltern eingezogen ins alte Kinderzimmer. Das ist richtig schön im Moment. Da hätte ich gedacht, das wäre eher die größte. Ja, was ist die größte Herausforderung? Die Zweitligasaison zu bestreiten oder bei den Schwiegereltern zu bestehen? Ist ja zum Glück nur eine absehbare Zeit und. Ja, 5 Jahre vergehen schnell. So, mach du weiter. So, beim nächsten muss ich ein Stück weiter ausholen. Jetzt kommt jemand mit der neuen Rückennummer 8. Das ist Tom Baumgart. Zu dir sage ich ganz kurz: Willkommen im Schacht. Ich denke, du hast jetzt die richtigen Farben langsam an deinem Körper. Und ich habe gehört, dass dein Opa bzw. deine Großeltern die sind, die in der Familie Ahnung von Fußball haben. Kann das sein? Ja, also das kann gut möglich sein. Also Tom, schön, dass du da bist. Du weißt, deine Farben sind jetzt lila-weiß und auch dir wünsche ich mal alles Gute. Dankeschön. Jetzt kommt jemand, unsere neue Nummer 9. Derjenige wurde vom NDR Mini-Valderrama getauft. Komm mal vor. Glück auf! Ja, hier ist unsere Nummer 9 und unsere Nummer 9 hat einen total genialen Spitznamen. Der erinnert nämlich an jemanden, der bei uns sehr erfolgreich Fußball gespielt hat. Der heißt nämlich Emma. Darum willkommen, Emma! Sag kurz was zu dir. Wie ist es, aus der Weltstadt Düsseldorf mit der längsten Theke der Welt zu uns gekommen zu sein? Ja, war natürlich für mich eine Umstellung, alles ein bisschen kleiner, aber ja, dafür
ja, umso sympathischer und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Auch dir wünschen wir alles Gute. Unser nächster Neuer, der hat hier jetzt dann schon eine höhere Rückennummer. Das ist nämlich die Nummer 12. Das ist derjenige, den ich früher, der hatte früher die 24 und den habe ich immer ziemlich cool angekündigt und ich denke, das würde ich gern wieder machen. Unsere neue Rückennummer mit der Nummer 12, Steve! Willkommen zurück, Steve. Danke. Hallo. Willst du mich was fragen? Ja, wir müssen ein kleines Stück zurück jetzt. Ja, das ist wegen deiner Aura, darum ist das so laut geworden. Schön, dass du wieder da bist. Wie gefällt es dir, wieder zurück zu sein? Ist es schön, wieder im Schach zu sein? Und sag einfach mal deine Gefühle, die dich dabei begleiten, wieder zu Hause zu sein. Ja, also ich war ja jetzt nicht so lange weg wie Jan. War ja nur ein Jährchen. Unerwartet auf jeden Fall, aber freue mich umso mehr, wieder da zu sein. Und ja, wir haben ja, ich habe einige Gesichter schon wieder gesehen. Ich meine, wir haben jetzt schon Vorbereitung hinter uns und ja, freue mich auf euch alle gleich und quatsch mal dann. Danke, Steve. Auch dir und uns allen alles Gute. Unsere Nummer 36. Der gute Mann kommt vom 1. FC Köln. Das ist der Philipp Kusic. Glück auf und willkommen im Schacht. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir bei uns? Glück auf erstmal. Mir geht's sehr gut. Ja, natürlich. Mir gefällt sehr gut hier. Ich freue mich auf eine gute Saison. Das hoffen wir alle und zerreiß dich genauso wie die anderen. Super, danke. Und der nächste Neuzugang ist unsere Nummer 38 und zwar ist das der Robert Herrmann. Komm mal nach vorn. Auch dir Glück auf und willkommen im Schacht. Bei dir wird abgefeiert im Hintergrund von deinen Teamkollegen. Hast du irgendwas zu erzählen? Eigentlich nicht, also keine Ahnung. Auch an dich, schön, dass du da bist und wir wünschen dir wirklich alles Gute. Wie ist es von dir jetzt von Sandhausen nach einer nicht ganz so schönen Zeit hier zu sein und neue Fuß fassen zu wollen? Ja, ich bin erstmal sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich wieder zu beweisen und ja, bin froh, einfach hier zu sein. Und genau ist das, was wir dir wünschen. Wir wünschen dir alles Gute und du sollst genau das machen, was du dir vorstellst und schaffst. Glück auf erstmal. Vielen Dank für die lieben Glückwünsche, die ich nicht nur jetzt, sondern auch schon in der Vergangenheit erfahren habe von allen. Willkommen im Schacht, hier ist Daniel Meyer. Wir wünschen dir, deinem Team, uns allen natürlich alles Gute, freuen uns, dass du da bist. Und bevor dich jetzt der Micha vom NDR interviewen würde, würde ich einfach mal, dass du zu den Leuten, die heute da sind, einfach kurz Hallo sagst, würde ich mich sehr drüber freuen. Wie gesagt, alles Gute für dich und deine Jungs. Glück auf, nicht Hallo, nicht? Aber falle jetzt von vornherein schon mal. Ja. Aufgepasst, so einfach ist es nicht. Ja, herzlich willkommen, wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Die Mannschaft freut sich, dass ihr so zahlreich begrüßt zum Saisonstart. Und wir hoffen, dass wir die meisten morgen nochmal im Stadion sehen und euch übers Jahr hinweg viel Freude machen können. Ja? Erstmal ein herzliches Glück auf. Wer ist Wittmodauer? Geil! Also, der Tiffy hat angeordnet, die Hämmer hoch und das finde ich gut so, hat er gut gemacht. Also, ich würde mal anfangen heute, aber ich mach's ohne Mikro.